Jo, begrüße. Oh, jupp. Zurück von der Anime Night 2013. Okay. Erstens, es war heiß. Ja, als ich hier war, es war sauheiß. Okay. Für jede Sau war es zu heiß. Besonders für eine Sau wie mich. Oh meine Fresse. Ah, Location im Multiversum war wirklich sehr interessant. Vor allem große Halle, viel Platz. Einzig und allein halt eben, dass man weniger Möglichkeiten für Fotografie hat gehabt. Das hat mich ein bisschen... Also der Weg zu den Plätzen, wo man fotografieren hätte können, wobei ich den Park nicht ausgecheckt habe, gebe ich offen zu, oh, war etwas nicht so fotofreundlich, gebe ich es mal so zu. Viele Leute getroffen. Oh ja, Leute, die man kennt, die man hier gerade kennenlernt. War auf jeden Fall wieder ein sehr unterhaltsames Erlebnis. Und yo, ich würde mich freuen, wenn es dann im nächsten Jahr wieder wäre. Vor allem, wenn ich da ein bisschen ausgekundschaftet habe, falls man nicht noch irgendwelche Locations für Fotos ausarbeiten könnte. Ansonsten baue ich mir für nächstes Jahr wahrscheinlich irgendeine Mitnehmbühne. Oh, auch das Only von der Cosplays war einigermaßen problemlos. Ah, wenn ich noch nicht ganz unschwierig. Aber es hat sich ausgezahlt, auf jeden Fall. Leute waren zufrieden mit meinen Arbeiten, das ist immer sehr positiv. Ah, was gibt's noch? Ach ja, bevor ich es vergesse, wie fast jetzt schon üblich. Lauert an jedem und nichts ahnenden Händlerregal auf sein Opfer und schlägt erbarmungslos zu. Der Conrené. Und haut danach ab wie der Dieb in der Nacht. Und so verschwindet er in der Nacht. So, kommen wir zu meinen Einkäufen, die da sind. Oh yeah. Als erstes, yo. Ah ja. 1:12 Motor Scale von Bubblegum Crisis. Yeah. Ist ein Bausatz. Dieses Mal wieder mal. Yeah. Muss sagen, ich hatte mir gedacht, dass davon nicht sehr viele gehen, aber mir wurde bereits dort schon bestätigt, dass von denen diese Dinger anscheinend wieder sehr beliebt sind. Hat mich positiv überrascht, dass jemand noch sich für Bubblegum Crisis interessiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil wegen der Neuauflage. Aber naja, ansonsten noch etwas, was ich wirklich gedacht habe, dass ich jetzt nochmal finde, weil ich habe dafür schon mal geboten, vor ein paar Jahren auf eBay. Und ich habe es nicht bekommen. Das ist das Modell von Misty May aus Otaku No Video, vom Monsieur Boom. Eine Marke, die es bei uns sehr lange gegeben hat und dann nicht so ankam, leider. Was ich schade finde, weil die Preise sind vernünftig für diese Figuren und sie sind wirklich vom Scale her und vom artistischen Standpunkt wirklich hochgradig. Also sind wirklich sehr detailliert und wirklich schön verarbeitet. Und auch nicht dermaßen preisintensiv. Und vor allem für etwas ungewöhnlichere Serien und Serien nicht so hoher Auflage waren sie immer sehr interessant. Und ich freue mich immer, wenn ich hier was finde von ihnen. Fast schon wieder zu schade auszupacken, was ich auch nicht vorhab. Zumindest nicht jetzt. Oh yeah. 1985, Otaku Land. Das ist eine 2007er Ausgabe, glaube ich, sogar von dem. Ja. Hat man hier hinten nämlich unten noch, 2007. Muss sagen, ja. Also, falls jemand nicht Otaku noch Video angesehen hat, die, wie ich schon bereits erwähnt habe, Mockumentary,
unter Anführungszeichen von Gainax damals. Ja. Dann, natürlich, so wie jedes Mal, wobei ich noch immer den großen Gundam zusammenbauen müsste. Jo. Au. Ein Delta K. MSN001X. Und auch, yeah, warum nicht aber etwas für was Ausgefalleneres? Vor allem, was die Details angeht, ist das Ding hier wirklich mehr oder weniger schon schlachtschiffartig, falls jemand die Serie mal gesehen hat. Und sagen, jupp, wieder was aus meiner Gundam-Collection. Sieht ein bisschen mehr Gundam anschauen außerdem. Auf jeden Fall, händlermäßig war es wow dieses Mal, weil es war wirklich sehr viel mehr los, als man sich gedacht hat von einer bisher. Vor allem, weil mehr Platz da war und auch ein bisschen mehr Händler dort waren. Also es war mir sehr gut. Und natürlich am Schluss auch noch, oh Mann. Ich konnte nicht widerstehen, auch wenn das eine etwas teurere Figur war. Weil Nendroids sind allgemein etwas kostenaufwendiger. Jo, Girls und Panzer. Oh, eine Miho. Ha, Nishizumo. Nishizumo. Ich habe immer von Nishizumo. Nishizumi. Ich hänge immer ein O hinten dran. Ich habe keine Ahnung wieso. Beim Aussprechen fällt mir das immer sehr schwer. Mit I und O-Endungen habe ich es irgendwie. Aber natürlich hier Girls und Panzer. Was hier ganz lustig ist an dem Teil hier ist, dieses Scale passt wirklich auf den Originalpanzer, den man auch bekommt als Bausatz zur Serie. Ich bin immer sehr verwirrt, warum sie eigentlich immer, warum mir eigentlich überall auf der Con und auch sonst immer zu diesem Panzer Panzer 5 gesagt haben, weil überall sonst, inklusive den Plänen, die ich gesehen habe, ist es ein Panzer 5 und kein Panzer 4. Auch überall landen sie in den Panzer 4. Ist das jetzt eigentlich. Hab ich da was falsch verstanden oder haben sie einfach nur das allgemeine Panzer 4 falsch übersetzt? Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Dazu kann man mich auch gerne ausbessern. Kein Problem damit. Weil eigentlich wird das der Panzer ihrer Gruppe zumindest als Panzer 5 bezeichnet, weil er ein 5-Personen-Panzer ist. Entweder liege ich hier total falsch oder ich habe die Serie bis jetzt irgendwo was falsch verstanden. Das wird schriftlich auch so erwähnt und deswegen bin ich etwas verwirrt. Bin mal gespannt, ob ich davon vielleicht noch ein paar Modelle finde. Und wie gesagt, Nendroids sind dafür, dass es eigentlich mehr oder weniger sehr kleine Modelle sind, wesentlich teurer, als man es erwarten könnte, aber nochmal einen vernünftigen Preis. Und oh yeah. Bandai Visual Co. Incorporated. Natürlich, den netten kleinen, ist das ein Sticker? Aufgedruckt sogar noch. Mit dem Original Emotion Logo hier neben dem Serienemblem. Hier oben, das mit den netten kleinen Osterinselköpfen. Dieses Intro fehlt mir irgendwie so sehr. Vor allem dieses wirklich 80er Jahre Style, den sie früher hatten. Mann, das ist langweilig. Auf jeden Fall, das war dann mal wieder das der Loot für diese Con. Leider werde ich wahrscheinlich erst wieder zur Chibi-Aki-Con mit einsteigen können. Also zur Krümel-Con und zur Konichi, glaube ich, ist die nächsten zwei Wochen oder so. Werde ich es nicht schaffen. Auf mich wartet eine ganze Woche Arbeit. Und besonders dieser Montag jetzt gerade, der für mich eher ein verlängerter Sonntag ist, wird für mich, glaube ich, die einzige Möglichkeit auszusparen. Deswegen werde ich mich bemühen, hier schnell das Video rauszuwerfen und ich hoffe, ich werde dann auch noch Chaos in Schwarz-Weiß und Bunt irgendwas zusammenbekommen. Wie gesagt, es war extrem heiß und ich habe wirklich Probleme gehabt, irgendwas Interessantes zu finden. Und ich habe auch nicht wirklich viel Material gemacht, das gebe ich offen zu. Das kann man mir auch als Schlampigkeit nachhalten, aber es ist wirklich heiß. Weil, ich sag mal so, ich bin ein Mensch, der Wärme liebt, aber so ab 38 Grad fange auch ich an zu schwitzen. Okay? Und diese 38 Grad hatte es locker. Auch wenn die Hallen sehr gut temperiert waren. Also eine Klimaanlage in dieser Temperaturlage ist wirklich ein Gottesgeschenk. Gebe ich offen zu. Und daher hat mir das Multiversum auch so gut gefallen. Inklusive den Platzausnutzung. Und ich hoffe, es wird doch überleben bis nächstes Jahr. Man hört leider nur Schlechtes, aber das ist leider. Die Leute haben es nicht notwendig, 20 Minuten mit dem Auto zu fahren. Alles, was länger als eine halbe Stunde entfernt von Wien ist, ist leider zu weit. Und das finde ich schade. Und ja, die Halle ist etwas ab vom Schuss, aber man hat den Bahnhof in der Nähe, gute Autobahnverbindungen, Einkaufsmöglichkeiten, also es ist alles da.
Was hier das Problem ist, verstehe ich nicht. Als Landei ist für mich eine Fahrzeit von unter 30 Minuten wirklich nicht der Rede wert. Okay? Selbst wenn es über 30 Minuten, alles unter 45 Minuten ist wirklich keine Strecke, die man für eine Convention aufbringen sollte. Vor allem nicht, wenn man eine Bahnanbindung hat, also kein Auto notwendig. Und das war wirklich, das war eine Saison, was ich an den Kommentaren wirklich nicht verstanden habe, dass das wirklich dermaßen ein Problem ist. Und da die Halle erst so neu ist, finde ich es schade. Und hat mir auch gut gefallen, gebe ich offen zu. Also für solche Veranstaltungen ist sie perfekt. Genügend Platz und auch wenn man fotomäßig ein bisschen suchen müsste, wenn man ein paar Locations ausgecheckt hat, ist es sicher sehr interessant. Vor allem bei so heißen Tagen wie im Sommer. Vor allem jetzt im August. Die sicher nicht kühler werden die nächsten Jahre. Und auch noch großes Dankeschön an die Leute von Anime House, die mir die Saber Rider Audio Szene Nummer 1 gegeben haben, die ich anscheinend, da ich sie den Leuten in meiner Übernachtungsmöglichkeit vorführen wollte, dort auf dem Tisch liegen gelassen habe. Aber ich bekomme sie nachgeschickt. Deswegen kann ich nicht die Kamera halten. Sorry. Soll jetzt nicht heißen, irgendwie eine niederwertige Wertschätzung sein oder sonst irgendwas. Ich habe sie einfach liegen gelassen, da ich, sagen wir es immer so, immer etwas konfus und abwesend bei Abreisen bin. Vor allem, da ich immer die Angst habe, etwas zu vergessen. Und ich vergesse jedes Mal etwas. Okay? Leute, die wissen, wo ich übernachte und die Leute, die mich beherbergen, wissen, dass ich regelmäßig Sachen dort vergesse. Immer. Und immer wieder. Wichtige Sachen meistens sogar. So bin ich heute leider. Verwirrt, aber geschmacklos. Okay, ne. Auf jeden Fall, ja, die Andy Night war sehr, sehr lustig. Großes Lob an alle. Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und an die Organisation. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hatten wir ein großartiges Wochenende in der Hinsicht. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich hoffe, ich schaffe es dann etwas stressfreier mit den Kostümen. Aber es hat funktioniert und ich bin zufrieden. In diesem Sinne, cheers und noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ich schaffe die ganze Arbeit noch bis Ende dieser Woche. Ja, komische Wortwahl, aber was soll's. Ich versuche zu entspannen. Ciao. Oh. Das schmeckt nicht nach Kaffee.